Hallo und weiter geht es mit unseren kleinen Siedlern. Wir müssen hier diesen Posten erobern. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich erst einmal noch reichlich Geld für. Aber trotzdem ein bisschen Soldaten können ja auch nicht schaden. Und die können übers Wasser. Die können übers Wasser. Naja, auf jeden Fall erstmal hier Stellung halten, bis wir, ja, vor allem bis wir genügend Geld haben. Da können wir mal gucken, ob wir irgendwas verkaufen können oder so. Machen wir mal hier. Nicht genug Holz. Was wollte ich gucken? Verkaufen. Genau, wir gehen was verkaufen. Was verkaufen wir denn? Nichts. Können die Milch verkaufen? Gibt auch nur 30. Aber egal, wir Ein verkaufen mal die Karren wurde Milch. ausgesandt. Schauen wir mal. Sind erst drei. Wie viel kostet das denn immer? 90. Nur ein Territorium auf dieser elenden Insel, in dem es Fisch gibt? Dann muss dieses Territorium mir gehören. Ja, Crimson. Ach, nee, 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 nee. Das ist blöd. Vor allem, dass ich da immer so einen weiten Weg habe. Wobei, wenn die hier rüberlaufen können, kann ich das ja auch. Ja, der Weg zeigt mir auch an, dass ich drunter kann, aber. Oh, wo geht's denn hier hin? Nirgends. Geht's nirgends hin. Aber ich kann ja dann auch hier runter und darüber. Ah, da. Ich weiß nicht. Ich habe ja nur. Geld haben wir jetzt zwar fast, aber nur drei Soldatentrüppchens. Haben wir noch eins. So. Dann probiere ich das jetzt mal aus. Ich schicke die mal hier unten rum. Mal her, Sofort. du. Oder mal gucken, ob die Wegfindung schlau genug ist. Wenn ich Alles dich klar. dahin schicke, läufst du in die falsche Wir Richtung. werden Auf euren angegriffen. Befehl. Schon Okay, die unterwegs. Wegfindung reagiert scheinbar nicht auf Jahreszeiten. Was ist da los? Alles klar, das hat sich schon fast erledigt, das Problem. Da sind's auch. Ja, der Weg ist ja wesentlich kürzer. Anstatt immer da oben rum. Okay, Geld haben wir fast zusammen. Schon unterwegs. Nein, 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 Auf nein, nein, euren komm da Befehl. runter. Ach, oder wobei, können die auch hier runter? Wir werden angegriffen. Können die da runter? Ja, Tatsache, ist ja sogar noch kürzer der Weg. Das ist aber schön. Das ist schön. Ei. Das freut mich. Nur ein Territorium auf dieser elenden Insel, in dem es Fisch gibt? Dann muss dieses Territorium mir gehören. Auf euren So, Befehl. ich hoffe natürlich, die kommen jetzt Sofort. da rum. Weil die haben ja gerade schon mal wieder Alles versucht klar. umzudrehen. Alles klar. Nee, oder? Wie ihr wünscht. Verstanden. Alles klar. Oh, wie fies ist das denn? Jawohl. Die Gegner können hier einfach mal eben so zack rüber und ich muss immer oben rum, oder was? Wo lauft ihr denn hin? Oh, wie fies ist das denn? Was mir aber gerade einfällt, ich kann ja den Außenposten noch einfach da oben hinstellen. Ich muss oben. Jawohl! Oh, das ist aber. Das ist so gemein. So gemein ist das. Die können hier einfach mal eben so rüber. Wir werden angegriffen! Und meine könnten nicht mal diese 5 Zentimeter da schwimmen. Ist das fies. Ja, so sieht's ganz gut aus, aber da die hier einfach so schnell da sind, möchte ich mir doch gerne noch ein bisschen was aufbauen. Noch läuft Verstanden. ja keine Zeit, glücklicherweise. Genug Geld haben wir auch. Ist der Markus schon wieder da? Ach, was ich übrigens überlegt habe, das ist ja der Markus. Letztes Mal, als ich gespielt habe, war es auch der Markus. Ich frag mich nur, ob das immer der Markus ist. Weil Markus ist ja der Charakter, mit dem ich prinzipiell am wenigsten gespielt habe. Also jetzt diesmal sogar gar nicht. Und ob sich das ändert, weil ich überlege gerade, eigentlich hätten wir den in der Mission ja auch nehmen können. Nur ein Glaube ich. Territorium auf dieser elenden Insel, in Ich dem es weiß es Fisch aber gibt, nicht, ob er da dann muss war, dieses weil Territorium mir gehören. Ach, Mensch, dass die auch immer dazwischen redet. Weil vorgestellt hat sie der Tordal.
Deshalb habe ich ihn ja dann auch genommen. Oh, die sind Unterhaltung am Nöseln. Unterhaltung am Nöseln. Nee, Quatsch. Reinigungsgüter am Nöseln. Seifenmacher und Besenmacher. So. Genau. Ob der da auch schon weg war, weil wenn man ihn hätte auswählen können für die Mission, hätte ja ein anderer Ritter da der Bösewicht sein müssen. Könnte natürlich sein, dass das immer entweder Markus oder Alandra ist, je nachdem mit wem von den beiden man mehr gespielt hat. Und mit Alandra habe ich ja definitiv mehr gespielt. Also jetzt sind wir da schon mal 4, das ist schön. Ihr passt mal alle auf Tor da auf. Kann man auch irgendwie Formation machen oder was ist das denn? Bewegen und angreifen. Nee. Wenn ich irgendwie so. Das war mal schön bei Age of Empires. Da konnte man so Formationen einstellen, wie die beschützen sollten. Mehrfachauswahl. Nee. Das war immer ganz schön. Da konnte man dann wirklich sagen, macht irgendwie so ein Viereck oder ein Kreis oder macht so komische Reihendingsers oder irgendwas anderes. Ach, wir sind sogar noch einer mehr. Komm mal da runter. So, wie viel haben wir denn dann? Da sind immer noch nur 3. Die sind aber am Streiken. Die Schwertschmiede sind am Streiken. Na toll. Na toll. Das ist natürlich sehr schön. So, hier sind wir 3. Nur ein Territorium auf dieser elenden Insel, in dem es Fisch gibt? Kann ich dich ausschalten? Dann muss dieses Territorium mir gehören. Nee, also es sind 1, 2, 3, 4, aber da sind ja noch welche um ihn rum, also 5. Ich denke mal, wenn wir 6 haben, werde ich mal das bauen. Wie viel Holz brauchen wir überhaupt? 10. Auch 10 ist gut, 10 können wir machen. 10 sind auf jeden Fall drin. Dann wären wir noch bei 3. Oh, blöd. Was gäbe es denn jetzt noch zu tun? Wir können mal gucken, was der nächste Rang braucht. Der braucht noch mehr Einwohner und ein bisschen Met. Richtig? Met. Was sagt denn unser Bienenzeugs? Unser Bienenzeug sagt nicht viel und das Wetter sagt, es braucht noch etwas. Ja, aber wir müssen auch noch die Burg ausbauen, ne? Burg? Burg. Wir werden angegriffen! Ist nur, ja, uns fehlt sowieso der Stein. Haben wir überhaupt eine Steinmetzhütte? Ja, haben wir. Auf Stufe 1. Du bist auf Stufe 3. Du bist auch auf Stufe 3. Das ist sehr schön. Du bist ebenfalls auf 3. Und du auch. Und du nicht. Ja, da ist noch eins frei. Lauf mal da runter. So. Ich habe auch 12. Dann habe ich nicht mehr genug Holz, um den Außenposten zu bauen. Das will ich ja auch nicht. Das will ich ja auch nicht. So, Nahrung ist... angegriffen. Ja, das schaffst du schon. Nahrung ist jetzt nicht so pralle. Was haben wir denn da? Fisch gar keinen. Das ist klar. Getreide geht ganz gut. Ich könnte noch eine kleine Metzgerei bauen. Was sieht denn hin? Wo passt du denn hin, du winzig kleine Metzgerei? Ich weiß nicht, wäre auch ein bisschen fies, die direkt vor die Schafe zu stellen, oder? Ja, aber ich stell dir auch hier hin, weil dann braucht er immer ein bisschen länger, um sich das alles zu holen. Oder stell ich die lieber hier hin? Ich stell die mal hier hin, dann brauchen die nämlich nicht so lange dahin. Weiß halt nicht, wo es. Würstchen. Ach man, ich hätte gedacht, die passen dazwischen. Das sah so passend aus. Aber die brauchen ja auch alle was. Und dann hätte ich ganz gern was, wo die schnell hin können. Ja, dann bleibt es halt dabei. So. Okay. 12. Dann habe ich noch 12 übrig. Und das müsste eigentlich ausreichend sein. Weil die produzieren ja weiter. Einfach, dass wir für den Fall der... Ja, dass wir für den Fall der Fälle halt auch mal schnell noch was rekrutieren können. So, sind jetzt alle unten. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5 plus den einen macht 6. Oh, ich hoffe, das reicht. Können wir den nämlich hier... Wobei, von da oben sind die jetzt auch nicht gerade langsamer, oder? Ich könnte ihn hier in die Mitte stellen. Ich weiß nicht, ich traue mich irgendwie nicht. Ich stelle ihn hin. Gott, ich hoffe, das wird jetzt was.
Ich will noch eine Armee. Eine kleine. Irgendwie so ein Trüppchen. Macht schneller. Ach, ich will da noch was haben. Ich habe irgendwie... Ich traue der ganzen Sache nicht. Ich traue der Sache nicht. Die schickt jetzt zwar immer nur konstant ein... Oh, die kommt von da oben. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Wie ihr wünscht. Ach, der Markus schon wieder. Verstanden. Markus, es stirb. Gibt kein Zurück. Geh drauf. Wie gesagt, die kommen jetzt einzeln. Nur ganz am Anfang standen ja auch Markus und, weiß nicht, drei, vier andere standen da auf jeden Fall noch rum. Ich glaube, der ist gerade gestorben. Ja, der ist gerade gestorben. Das ist sehr schön. Und mich würde es nicht wundern, wenn dann da plötzlich noch ein nur paar kämen. Territorium auf dieser elenden Insel, in dem es wunderbar. Fisch gibt. Und hoch dann mit muss dir. Dieses Territorium mir gehören. Kein Holz da. Ist mir jetzt gerade Wurst, lieber Besenmacher. Metzgerei ist auch soweit fertig. Okay, wir haben schönen Ruf wegen viel Kleidung und vielfältige Reinigungsgüter. Weber ist... Was, wie viel hast du denn auf Lage? Ach, da steht's ja auch. Haha, da steht's ja auch. Brauche ich ja gar nicht mehr so gucken. Ja, ist jetzt nicht ganz so beliebt. Was ist denn die Gerberei? Ach, die auch nicht. Also kleidungstechnisch sind sie sehr gut. Ein Hundchen. Oh, wie süß. Ein Hundchen. Ein flauschiges Hundchen. Und mähende Schafe. Sind drei. Okay, der ist jetzt gleich da. Sieht irgendwie nach Frühling aus. Jupp. Da kann ich mich dann auch gleich mal um den Met kümmern. Ich mach das jetzt mal. Met. Met. Ah, da. Imkerhütte. Noch eins. Noch eins. Und noch eins. Wir werden angegriffen. Und kein Holz mehr. Okay, sind jetzt hoffentlich alle da. Ich überlege, ob ich noch welche runterschicke. Wir ich haben weiß ein nicht. Territorium eingenommen. Ich bin da vielleicht gerade etwas paranoid. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Na, das reicht nicht, das Holz. Ich habe Holzprobleme. Aber mal ganz ehrlich. Oh, Soldatenlimit ist erreicht. Okay. Das wird wohl nichts mehr mit noch mehr Soldaten. Okay, gut. Der Außenposten steht. Wir haben aber kein Holz, um Fischereihütten zu bauen. Ich brauche Holz. Wo haben wir denn Holz? Nirgendwo. Also hier ist aber auch echt nichts los mit Holz. Den Wald möchte ich gerne stehen lassen. Finde ich auch ganz toll. Hier so ein grüner Baum und da noch einer mit Schnee. Ja. Okay. Lohnt sich das für hier oben? Ja, da ist ja auch wild drin. Ach, ist das blöd. Ach, ist das blöd. Ich krieg kein Holz mehr. Besenmacher, du hast jetzt gerade erstmal ausgebiest. Das war jetzt Produktionsstopp. Genau. Okay, ich brauche Holz. Neun. Ich habe 9 Holz. Erstmal Imker ausbauen. Imker? Plopp. So, dann Fischereihütte. Oh, die braucht nur 2. Das war toll. Fischereihütte. Nee, wir machen erstmal einen Weg, damit die ein bisschen schneller sind. Mal hier einen Weg. So. Und eine Fischereihütte. So. Und noch eine Fischerhütte. So. Und noch ein bisschen Fahrt. 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 Noch mehr Fahrt. Und da hoch. Ah, wobei, den hätte ich aber auch. Weg, weg. Den hätte ich aber auch wirklich hier so... So und so. Oder hintenrum. Geht hintenrum auch? Nee. Hintenrum geht nicht. Muss also so sein. Dann warten wir jetzt mal ab, was passiert. Noch sind unsere Fischerhütten ja nicht gebaut. Ich könnte natürlich das Territorium noch erobern. Dann könnte ich mehr Pfade machen. Ach, oder ich baue erstmal hier ein. Na? Na? So. Und so.
Habe ich halt ein bisschen Wald weggekantet, aber okay. Okay, bis jetzt keine Gegner. Es ist noch alles ruhig und friedlich. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte mich um den Met kümmern. Nein. Ja, aber auch nicht genug Holz, ne? Ach, ist das blöd. Also, das wäre definitiv eine Mission für den Hakim gewesen. Was waren das eigentlich gerade für Karren? Ach, die haben Wild gebracht. Alles klar. Hä? Wieso laufen die hier immer einmal kurz vom Weg runter? Ah, das macht sich bezahlt hier. Ich überlege wirklich, ob ich da... Geh mal kurz da hoch, Tordal. Wie viel kostet das denn? Ach, 300. Oh, das ist ja läppisch ist das ja hier. Läppische 300. Zack, Außenposten. Kann ich da nämlich kompletten Weg hinbauen? Verstanden! Wie kann ich die denn da von dem abziehen? Wie geht das denn? Position halten, nein. Ach da. Genau.